Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld mit mir, euer Belyria und uns. Ja, in der letzten Folge, gut, ist jetzt auch wieder aufnahmetechnisch ein bisschen weiter her, weil ich nehme nicht so weit im Voraus auf, sondern nur immer für eine Woche. Und ja, diese Woche ist bei mir ziemlich beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel Stress, viele Probleme. Ich bin auch gerade irgendwie nicht so wirklich gut drauf. Bemühe mich trotzdem, euch einigermaßen gut Unterhaltung zu liefern. Und ja, aber schauen wir erstmal, wo wir stehen geblieben waren. Und zwar, ich habe genau die Wand gebaut. Tisch, der hier kann nicht gebaut werden. Da fehlt jetzt ein Plastahl, was uns immer noch fehlt. Geforscht wird. Stimmt, genau. Da wird gerade die KI geforscht. Ich meine, ein paar Schlafgemächer haben wir noch. Da können wir auch der KI ein schönes Schlafgemach geben. Warte mal, kann ich eigentlich schon das eine Ding da bauen? Aber weil ich weiß, braucht so eine KI, glaube ich, auch Plastahl. Demnach ist das sowieso bedauerlicherweise wieder zu vergessen. Nano-KI-Werkstatt. Braucht sogar Uran. Seht ihr, noch nicht mal das haben wir gefunden. Stahl kein Problem, Uran ist ein Problem und Plastahl ist ein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Station. Braucht Bauteile um Stahl. Okay, das ließ sie sich bauen. Das kommt auf die Krankenstation. Naja. Also es mangelt echt aktuell an allem. Wir haben weder Uran noch Plastahl. Unser YouTube macht hier auch nicht unbedingt weiter, habe ich den Eindruck. Ich meine, wir haben so einen riesengroßen Berg. Da könnte überall wertvolle Rohstoffe drin sein. Aber wir finden sie nicht. Dafür gibt es ja einen sogenannten Scanner. Er sagt einem, wo sich was befindet. Aber dahin zu arbeiten, das ist schon sehr mühselig. Sehr mühselig. Okay, also die Krankenstation, die hatten wir ja soweit fertig. Ist das Kühllager? Und hier ist die Krankenstation selber. Okay, hier erkennt er nicht, dass das ein Krankenbett sein soll. Gehen wir mal alles durch. Ja, ist als Krankenbett erkannt. Raum Krankenzimmer, das ist auch erkannt. Klimaanlage, genau, weil es draußen ziemlich kalt ist. Mit 7 Uhr haben wir im Moment, 1 Grad. Drin ist es schön warm. Und da haben wir es. Forschungslabor. Das kann sie selber forschen, genau. Fürsorge. Machen wir das auch mal. Nur wie gesagt, wir haben ja bedauerlicherweise nicht viel davon. Warte mal. Ich würde sagen, wir brechen die Forschung ab, weil wie gesagt, wir haben weder Uran noch sonst irgendwas. Es ist irgendwie auf verlorenem Posten. Stimmt, der Analysator fehlt auch. Da können wir auch nicht weiter. Die Medical Lights. Machen. Accountless würde ich auch gerne, aber dafür haben wir zu wenig Platz zum Pflanzen, ne? Engfall, Raffinerie, Schutzrüstung. Geothermale Energie würde mich noch jucken. War eigentlich dieser Scanner? Da, das ist der Tiefenscanner für eine Bohrung. Aber wie war das mit einem Scanner? Da. Langstrecken-Mineralien-Scanner. Für die Konstruktion werden Hightech-Bauteile benötigt. Aber natürlich. Wir schauen uns das mal an. Ist zwar verflucht teuer. 2000 Forschungspunkte. Aber ja, ich hoffe natürlich, es wird was trotzdem. So, was macht Yuto? Er baut den Fußboden. Ja, es ist nicht gerade der schönste Fußboden, aber ich finde, für eine Gefängniszelle reicht es aus und bringt wenigstens etwas Komfort. Leider. Macht sie weiter, mehr mit. Ach ja, wir haben ja einen Gefangenen. Da war ja was. Vasomedo, war das nicht diese Bösen? Ja, das waren die Bösen. Wenn er gesund ist, ich würde sagen, wir lassen ihn gehen.
Reduziere Widerstand, das ist gleichermaßen als Übung für meine Leute, dass die ein bisschen sozial lernen. Ah, Teufelsgampels, wunderbar. Oben können sie anpflanzen, aber da machen sie das nicht. Haben sie wenig Zeit oder was ist los? Sandstein. Oh. Ich begrüße die Jotun mal ein bisschen weiter graben. Ansonsten kümmert sich darum. Wo ist Jotun eigentlich? Er baut. Okay. Naja, immerhin. Seine Zelle hat schon ein bisschen Komfort. Minus 15. Wieso? Schönheit hier 0. Das Bett 2 Punkte oder ist ja gefangen 2 Punkte? Da liegt Müll. Müll gibt minus 5? Ernsthaft? Ja, Gefängnis ist, also Eindruck ist langweilig, Reichtum mittelmäßig, Freiraum mittelmäßig, Aussehen ist neutral und ist verschmutzt. Ich würde mal sagen, da geht mal jemand her und macht mal sauber. Wen können wir dafür nehmen? Da. Mach mal den Müll weg. Machen wir weg. Sauber. Weiter nichts? Na, hoffen wir, dass das ausreicht. Ich meine, ich sehe keinen Dreck, aber... Der Boden, das sieht sowieso so, wie so, ich weiß nicht. Nicht unbedingt, dass man einfach sieht. Aber versuchen wir es nochmal. Schöner Tier 0,3. Naja, immerhin etwas. Ich meine, weitere Möbel in einem Gefängnisraum? Oder? Hallo, das ist ein Gefängnis. Doch keine Kommode rein. Meine deutschen Knäste haben auch, glaube ich, Schränke und Kommode und sowas. Aber ich spiele kein deutsches Gefängnis. Ich spiele ein amerikanisches Gefängnis. Okay, das ist auch Dreck. Wieso ist hier eigentlich alles vollgesifft und keiner kümmert sich darum aufzuräumen? Arbeit. Reinigen. Chari. Chari, wo bist du? Am Ernten, okay. Bereit zum Ernten. Na gut, Chari ist ja schon mal ein bisschen schnell von der Partie. Zumindest darin. Danach, Mädel, wäre schön, wenn du dich vielleicht mal um den Müll kümmern würdest. Ja, toll, ist alles liegen. Es geht zu essen. Oh. Sollte vielleicht mal hier die Planung durchziehen. Architekt. Structure. Ah. Genau. Wäre für die äußere Wand nicht verkehrt. Concrete Embrasure. An impassable wall capable of holding up a roof has openings that allow firing. Ah, cool. Cool. Mit 10. Na, auf. Das bin ich mal wohl. Hab ich das überhaupt schon. Ne, Steinmetz. War das da? Hier macht man das. Make concrete slabs from chunks. Das habe ich eingestellt, aber irgendwie macht das keiner. Gut. Bildhauer. Ach ja, da war ja auch ein Bildhauer. Ich wollte auch noch irgendwie so einen Tierstall haben, dass das hier anderweitig loswerden kann. Irgendwie bin ich von der Küchenaufteilung nicht gerade sehr überzeugt. Heizung, genau. Da ist es ja auch kalt drin. 19 Grad, sehr kalt. Mit den Kühlschränken finde ich schon ganz ideal. Aktuell denke ich, dass man gleich den Tiefkühlraum verkleinern kann.
Irgendwie, obwohl. Die Nahrung haben wir eigentlich genug, da liegt es nicht. Der Raum sieht auch noch sehr, sehr müde aus. Sehr, sehr trist. Ich könnte vielleicht mal einen großen Tisch reinstellen. Weiß es allerdings nicht. Entschuldigt, liebe Zuschauer, ich habe heute echt den Kopf zum Rasenmähen. Aus Marmor vielleicht mal so einen Tisch machen. Was eigentlich eher zum Essen ist. Nee. Das nehmen wir nicht. Könnten wir noch machen. Tisch 2x4 aus Marmor. Eigentlich hatte ich vor, mal hier oben in der Ecke irgendwo einen Fernseher hinzustellen. So, setzen wir da mal einen Marmortisch hin. Und ein paar Sitzgelegenheiten. Stoff ist momentan schwierig. Stühle macht man aus Holz, nicht aus sonstigem Material. Bisschen was zu sitzen. Also ein bisschen was bauen. Was wir auch machen müssen, weil wir müssen ja langsam mal die Wände austauschen. Wand, das war Marmor, das ist Kalkstein, genau. Kalkstein war ja am stabilsten. Wie viel Kalkstein haben wir eigentlich? Kalkstein 1142, na super. Wäre mir natürlich allerdings erst lieber, wenn wir vielleicht mal ein bisschen Concrete Slabs machen würden. Das können wir vielleicht schon mal einreißen. Weil ich möchte langsam definitiv von Holz weg. Irgendwie ist das hier immer noch dunkel, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das immer noch dunkel. Auch Plastall, genau, da war ja was. LED-Lightning. LED-Light. Können wir noch theoretisch so mittig setzen, aber. Mittig, das wird sogar gehen, ne? Ach, ist nicht so dunkel. Haben wir gleich hier welche hin? So, Hauptsache Licht. Beim Tisch können wir auch noch welche drüber fletzen. Dafür brauche ich mir eher eine ungerade Zahl an Größe. LED Rope Light. Oh, bunte Lämpchen. Thiel, weiß ich nicht, was das heißt. Ach ja, das war ja so. Machen wir Yellow. So, machen wir so. Ah, es ist schon praktisch, dass man die direkt auch da einsetzen kann, wo bereits Möbel stehen. Dann ist das ein bisschen, naja, nicht mehr ganz so dunkel hier. Könnte ich theoretisch ausschalten. Ich meine, die fressen Strom, 20 Watt und da ist niemand. Klar, die lassen sich nicht abschalten. Das sind ja Conduits. Erst noch ein bisschen Gold. Exzellent. Aha, unbekannte Nummer. Okay. Sagt mir auch nicht wirklich was da zu sehen ist, aber hey. Künstlerische Freiheit.
Ich komme trotzdem hier irgendwie nicht weiter. Ich meine, ich habe jetzt. Na ja, dann jetzt weiter hier. Da geht auch noch Licht. Obwohl, das ist ja nur Batterieraum. Kann im Grunde genommen wurscht sein. Windturbine ist defekt. Natürlich. Und ich habe. Yay! Keine Bauteile mehr. Jetzt mal ganz hätte ich ja Bauteilesuche gehe. Da ist nichts mehr drin. Das haben die alles abgezupft. Sind wir noch abzupfen? Jede Menge Stahl. Jede Menge Stahl. Ich sehe gerade schon ziemlich kalt. Es ist schon leichter Schneefall. Okay. Speichern. Gut. Hier ist nirgendwo das, was man braucht. Gold, das interessiert mich am herzlichst wenigsten. Dekomaterial. Ah, hier, genau. Hier sind Bauteile, aber hier auch noch. Und wir kriegen einen Überfall rein. Na, das kann ja lustig werden. Wir greifen sofort an. Toll, gleich so viele? So viele? Muss das sein? Na toll. Okay. Die werden definitiv von oben angreifen. Ich würde sagen, das gibt uns erstmal Anreiz dazu, hier oben die Verteidigung zu aktivieren. Dann setzen wir schon mal die Leute hier hin. Maschinenpistole. Nicht mal dahin. Also, ja, das ist schon ganz praktisch. Eine Maschinenpistole, was reißen könnte. So. So, wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Die waren aber schnell da. Gar nicht gut. Was? Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Interessant. Wirklich interessant. Der lebt noch. Gucken, was hat der? Können wir den. Wissenschaftler, geistige Arbeit 18. Juhu. Kann auch Bergbau. Ey, den kann ich gebrauchen, den Kerl. Den Kerl kann ich gebrauchen. Ich würde sagen, als erstes, Mascherie ist irgendwo in der Walachei. Wer war nochmal was mit Krankenpfleger, Stationsgedönsel? Moment. Bist. Johnston? Johnston ist auch Wissenschaftler? Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Okay, also, Juto. War das was mit Medizin? Medizin 7? Kann gar nichts. Charis ist ja Sanitäterin, genau. Nahkampf, okay. Du, bitte, gefangen nehmen. Keine Betten im Gefängnismodus verfügbar. Warum nicht? Gefangene. Also, nochmal. Takuya. Gefangen nehmen. Medizin. Her damit. Streitkolben kann eingeschmolzen werden. Gladius kann eingeschmolzen werden. Streitkolben eingeschmolzen werden. So, die Kleidung. Erstmal ausziehen und der Rest wird entsorgt. Ausziehen.
Ausziehen, ausziehen, ausziehen. So, würde die anderen gerne noch jagen. Ach gut, das mal an. Von unseren Leuten hat keiner eine Verletzung davon getragen. Ist ja nicht einmal Erfolg. Ah ne, warte mal. Laila. Baku. In. Komm, jagen. Du darfst. Ja. Ach. Der ist schon tot? Was? Arterienverstopfung, Herzen. Ich würde eher fast sagen, oh, Gehirn, Demenz. Eieieiei. Was ist denn mit dem, den ich akquirieren will? Power Star. Okay. Okay. Ich meine, er könnte trotzdem eventuell noch nützlich sein, aber trotzdem, das sind ja schon. Das sind alles ältere Menschen hier. Außer der hier. Würde es sich lohnen, den zu krallen? Der kann mutieren. Ich würde sagen, ja. Markiert? Akuya? Okay, genau. Die will ich auch nicht markiert haben. Kommt schon. Kalt euch den. Ja, komm. Ausgewichen. Boah, gut. Johnston, gut. Gut gemacht. Aber der ist leider im Arsch. Immerhin, wir haben es ihnen gezeigt. Wir haben es ihnen gezeigt. Gleichen Platz. Gut, gut, gut. Laila, würdest du bitte mitnehmen? Danke. Wir sagen, das ist wasserleicht, oder was ist das hier? Hier liegen Leichen im Wasser. Mann, über Bord. Ja. Kann ausgeschaltet werden. Ich muss schon sagen, meine Verteidigung, die hält sich eigentlich ziemlich gut. Oh, Yuto, entschuldige. Ich habe dich nicht gesehen. Kannst du bitte mal hier sagen? Warte mal. Da haben wir gerade etwas nicht aufgepasst. Auf mein Gefängnis. Da. Bord. Genau. Oh. Haha. Danke, Shari. Du hast meine Unachtsamkeit hast du erfüllt. Du hast aufgepasst für mich. Mal schauen, ob wir den Typen was machen können. Gefängnis. Widerstand 20. Wie ist mit dem hier? Widerstand 4,6. Oh, da ist es kalt drin. Da ist keine Heizung drin. Oh. Kopiebaum. Aber lass mich raten, es geht nicht. Weil keine Bauteile. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal um Yuto kümmern, dass er ein bisschen Bauteile abknabbert von den Steinen. Vor Ort. Vor Ort? Ich weiß es nicht. Er ist vor Ort. So, nimm einfach mal Zeit. Mach das. Bautstuhl. Nein. Wir haben Gefangene. Bitte bau bitte bau Bauteile ab. Wenn ich diesen Scanner habe, ich weiß schon, dass ich ihn auf den Berg richten werde.
Bin ich mal richtig gespannt. Aber hoffentlich braucht dieser blöde Scanner keinen Plastahl, weil dann bin ich gleich im Arsch gezwirbelt. Wer? Buraku. Was ist mit Buraku? Was ist mit dir? Du bist gestresst. Wieso bist du gestresst? Dunkelheit, Leiche gesehen. Ah ja. Licht an. Muss sowieso noch Licht an. Dann muss eine Heizung rein. Juto, wie weit bist du? Ersetzbeschichte baut eine Windturbine. Nein. Kein Stahl. Also das. Also jetzt ist gut. Jetzt fehlt es an Stahl auch schon wieder. Das ist irgendwie Mangelware Nummer 1. Stahl und Bauteile. Dann bauen wir hier ein bisschen Stahl ab. Sofern sich einer von den Typis mal langsam dazu genehmt, weil hier wird ja auch nicht gemacht. Naja, immerhin, die Windturbine arbeitet gleich auch wieder. Jawohl, sie dreht sich wieder. Geht doch. Die Batterie ist auch im Eimer. Natürlich. 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 Ja. Oder das ganze Zeug einzeln heran. Junge! Wenn schon tragen! So, Trick. Buraku. Was machst du? Trägt Glas Seefahrer zu, tot zu Grab, okay. Kann ich doch nichts dafür, wenn du so viel auf einmal machst. Hat doch keiner gesagt. So. Erstmal weg mit den ganzen Leichengedöse. Das fängt schon an zu stinken. Menschenfleisch fressen wir nicht. Guckt hier, wir haben genug zu futtern. Das ist nicht das Problem. Die hat auch nicht gebohrt, oder? Entwurf. Stahl. Stahl. Es fehlt an Stahl. Ich glaube, da war was. Ich erinnere mich daran, dass es irgendwie an etwas gefehlt hat. War das nicht Stahl? Die Klentern. Ich könnte noch so eine noch Lampen draußen gebrauchen. Leichenobsession. Buraku. Buraku ist innerlich zerbrochen und hat eine Obsession für Leichen entwickelt. Sie wird eine Leiche ausgraben, sodass jeder sie sehen kann. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Ursache, was zum Laufen war, kein ansehnliches Schlafzimmer. Was? Nein! Nein! Sie gräbt die Leichen aus! Nein! No! Das ist widerlich. Wir brauchen Krematorium. Alter, auf dem Küchentisch! Sag mal, hat sie nicht mehr alle? Das ist ja widerlich. Legt auf den Küchentisch eine Leiche. Na, viel Spaß damit. Liebe Kolonisten, viel Spaß damit. Hat da was zum Spielen auf dem Tisch? Könnt ihr Knöchelchen spielen? Ach, und auch nicht so lange. 5 Grad. Boah, das ist echt kalt hier im Schlafgemach. Dürfte richtig kalt sein. Ja. Hungrig. Schmerzen und was noch alles? Psychopath. Oh, wir haben es auch nicht drauf geachtet. Den lasse ich doch lieber. Und dann ziehen. Der hat ja mehr negative Eigenschaften, als man gebrauchen kann. Ah, okay. Okay, also. Wie geht es weiter? Weil wir sind am Ende der Folge angelangt.
Wir haben erstmal, wie ihr wisst, den zweiten Gefangenen, diesen Vorort oder Fort. Und ja, wie es auf jeden Fall weitergehen wird, das werdet ihr in der nächsten Folge wieder sehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß, auch wenn die Folge vielleicht so ein bisschen lahmtütlich war, weil ich heute nicht so ganz so gut drauf bin, mich nicht so gut konzentrieren kann. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Ja. Und ja, das wär's. Bis dahin. Ciao, Leute.